Torben Padur ist Arbeitsbereichsleiter im Bundesinstitut für Berufsbildung. Im Interview erklärt er, warum grundlegende handwerkliche Fähigkeiten auch im digitalen Zeitalter nicht überflüssig werden. Herr Padur, wird im Handwerk zukünftig überhaupt noch mit den Händen gearbeitet? In jedem Fall. Alles andere wird mich irritieren. Unsere Untersuchungen zeigen ganz deutlich, dass wir im Handwerk auch nach wie vor haptische Fähigkeiten brauchen. Das, was eigentlich das Handwerk ausmacht, das ist essentieller denn je, immer noch wichtig, trotz aller Digitalisierungsdiskussionen. Es gewinnt vielleicht andere Stellenanteile, Zeitanteile, reduziert sich möglicherweise, ist aber immer noch sicherlich die Grundfertigkeit des Handwerks. Inwiefern verändert die Digitalisierung denn die Handwerksberufe? Ja, Handwerksberufe sind natürlich ganz massiv von der Digitalisierung betroffen, so wie alle anderen Berufe im dualen System auch. Beispiele sicherlich eine ganze Reihe im zahntechnischen Bereich, das ganze Thema Smart Home, Anlagenmechaniker, SHK, wo sich grundlegende Techniken ändern, Technologien Einzug erhalten und die T-Qualifikationen immer wichtiger werden. Welche Fähigkeiten werden denn oder rücken in Zukunft vielleicht in den Vordergrund? Ich glaube, für das Handwerk ist ganz interessant, dass Schnittstellenkompetenzen immer wichtiger werden. Gewerkegrenzen werden sich verschieben. Wo hört Elektro auf? Wo fängt Ausrüstungstechnik an? IT-Qualifikationen werden immer wichtiger. Aber wenn man mal weggeht von den fachlichen Kompetenzen, die ohnehin wichtig sind, auch im überfachlichen Bereich, das ganze Thema Teamorientierung, Schlüsselqualifikationen, Kommunikation, kundengerechte Kommunikation, natürlich letztlich immer auch das Stück Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Gibt es denn auch Fähigkeiten, die eventuell überflüssig werden könnten? Ja, da kann man jetzt lange diskutieren. Das ist fast schon philosophisch an dieser Stelle. Natürlich sind haptische Fähigkeiten, ich habe es vorhin gesagt, wichtig. Sicherlich ist eine lange, tiefgehende Grundbildung im Metallbereich nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem sind diese Kompetenzen immer noch wichtig, immer noch nachgefragt. Fertigkeiten manueller Art treten, glaube ich, eher in den Hintergrund, weil Assistenzsysteme auch im Handwerk Einzug halten und eher diese Schnittstellenkompetenzen wichtiger werden. Wie können sich denn Ausbildungsbetriebe und Lehrkräfte auf diese Veränderungen vorbereiten? Ja, ganz einfach, das ist die schönste Antwort an dieser Stelle, aktiv mitgehen. Das ist das, was ich an der Stelle immer wieder gerne ein Stück weit propagiere. Aktiv sich auf den digitalen Wandel einstellen. Kein Beruf wird verschont bleiben, kein Gewerk wird verschont bleiben. Ich möchte mal so ein Stück weit weg aus so einer Destruktivdiskussion, ein Stück weit chancenorientiert, den Wandel aktiv mitgestalten und das Bildungspersonal hat natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Ausbilder sehen sich anderen Anforderungen entgegengesetzt, als das noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war, sind auch viel stärker Manager im Prozess. Gleiches gilt natürlich für Berufsschullehrer und die Stärkung des Bildungspersonals ist ein ganz zentrales Thema. Sehen Sie dann die Digitalisierung als Chance oder als Herausforderung? In jedem Fall als Chance, gerade auch mit Blick auf das Gesamtsystem. Die Digitalisierung ist zurzeit ein Thema, was in der Fläche breit diskutiert wird und was einen Motor auch für das duale System darstellt, das System attraktiver zu gestalten. Gar nicht so sehr immer in das Konkurrenzdenken mit dem akademischen System einzutauchen, sondern viel stärker auch im eigenen System Möglichkeiten erkennen, Karrierewege erkennen, Durchlässigkeiten erkennen und über dieses Thema wieder ein Stück weit die berufliche Bildung zentral gestalten. Denn auf der mittleren Facharbeiterebene kommt nun mal die duale Ausbildung an und das wird auch morgen noch so sein und auch in 5 Jahren, auch in 10 Jahren.